Und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Wir sind hier stehen geblieben. Im letzten Part haben wir unsere Charakter erstellt. Wir haben unser Deck bekommen. Und wir haben unser erstes Duell bestritten, was wir souverän gemeistert haben. By the way. Jetzt müssen wir uns in den Fortschritt irgendwie reinschleichen. Wir haben irgendeine Mission, was wir noch machen müssen, was unsere Mission ist. Wenn wir heute erfahren, ich wurde gerade angeschrieben, wer schreibt mich denn bitte schon an? Ich habe keine Zeit. So. Ich sehe es mir. Ich sehe mich hier einmal um. Geh du und sieh mal im Eingangstor nach. Wir nehmen eigentlich nicht an dem Turnier teil. Okay. Okay, dann gehe ich mal hier durch. Schau, dass man hier nicht rauszoomen kann. Man kann immer gut alles erkunden. Manchmal findet man so Items hier auf der Oberwelt. Ja, manchmal sind es Karten, manchmal ein bisschen Geld. Sonny von Morphin. Deswegen immer schön alles erkunden. Das nicht in der Mülltonne. Die Müllabfuhr von New Domino leistet wohl gute Arbeit. Manchmal findet man so irgendwie so kleine Kram. Ist auch nichts. Okay. Ja, lass mich doch erkunden, Mann. Okay, das. Ah, okay. Und hier? Ist auch nichts? Nope. Oh, was ist das jetzt? Was ist eine Mütter? Ja, du hast den DP-Code erhalten. Es sind 2000 DP. Shish. Durch die Selbstreinigungsfunktion ist dieses Ding innen außen sauber. Toll Hightech. Oh, das wünsche ich mir für meinen Mülleimer. Das war for real. Für meinen Mülleimer sowas wäre geil. Muss ich das auch nicht mehr sauber machen. Oh, ist auch was drin. Du hast ein Sternschiff erhalten. Sternschiffs, ja, die soll man auch sammeln. Aber für was die nochmal. Falls die nochmal da sind, das weiß ich leider jetzt echt nicht mehr. Vielleicht für seltene Karten im Shop oder sowas. Hab ich das schon angeklickt? Für was sie nochmal zuständig sind, ich weiß es nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal. Dieses Stadion für den Fortune Cup. Tut mir leid, nur Teilnehmer dürfen hier rein. Ja, wir müssen jetzt. Okay. Und jetzt. Ach, die sind schon weg. Lass mich raten. Ah. Ich glaube, von hier aus können wir rein. Los, kommt. Wir passen auf, dass keiner hier. Dass keiner kommt. Du gehst zuerst rein, Irona. Wir kommen gleich hinterher. Wir treffen uns mit dir im Wartesaal. Alter, Handy. Frachtcontainer Gib mir mal einen Moment. So, Entschuldigung. Frachtcontainer versperren den Weg, aber leichte Container könnte mit dem A-Knopf verschoben werden. Drücke Y-Knopf für einen neuen Versuch. Dies wird allerdings alle Item-Infos auf der Karte löschen. Ja, so ein kleines Spielrätsel. Manchmal finden wir hier auch wirklich Sachen. Oh Gott, wie mache ich das am besten wieder jetzt, ey? Ich glaube, ich baue gerade Scheiße, oder? Oh nein, perfekt. Ich bin durchgekommen. Manchmal finden wir auch hier auch Karten. Also, ich würde euch empfehlen, wenn ihr immer hier rumläuft auf der Oberwelt, dann guckt immer alles durch. Deswegen hier kann immer irgendwas sein. Aber hier haben wir zum Glück jetzt zum Beispiel jetzt gar nichts. Hm, komm, hier kann man auch noch was anklicken.
Nicht anschmeißen. Ersatzteile ausschließlich für den D-Runner von Jack Atlas. Also quasi die Wheel. Oh, nochmal. Denkst nur DP. Nice. Oh, wir müssen. Halt! Immer abspeichern davor. Mache ich jedes Mal. Ich speichere immer wieder ab. Bevor hier Scheiße passiert. Okay. Musik ist aber krass. Meditieren. Alles klar. Gut, dann gehe ich zum Wartesaal. Der ist ja da unten. Weißt du, ich bin gerade aufgewacht, auf einmal so boom, direkt mischen. Ich dachte, was zum Fuck? Oh. Seiya sagte, ich müsste nicht mehr nachdenken. Er würde mir alles sagen, was ich wissen müsste. Nein, Akiza. Du musst für dich selber denken. Nein, das soll Seiya für mich tun. So ist es einfacher. Ist sie blond? Lauf nicht davor weg. Ich weiß, dass du noch dein wahres Selbst fühlen kannst. Ich habe keine andere Wahl. Doch, die hast du. Du kannst dich selbst retten. Höre meine Worte durch dieses Duell. Ein neuer Stern erstrahlt am Himmel. Synchronbeschwörung. Fliege los, Sternstaubdrache. Los, kosmische Flamme. Was für ein fantastisches Ende. Nach diesem letzten Angriff fliegen Akizas Lebenspunkte bei Null. Yusei Fudo geht als Sieger aus diesem epischen Kampf hervor. Er ist unser Champion. Hä? Ich höre lauter Jubelgeschrei. Ist der zu Ende oder so? Aber wichtiger ist, wo ist Okita hingelaufen? Er braucht ja ewig. Verzeiht meine Verspätung. Aber ich habe Neuigkeiten. Akiza hat Dienstgier hat soeben verloren. Was? Brauchen wir sie nicht, damit der Plan funktioniert? Was jetzt? Schätze, wir gehen einfach nach Hause und vergessen das Ganze. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Aber warum sehen wir uns nicht ein wenig um? Wollen wir uns auf den Weg machen? Was zum Fuck ist unser Ziel gewesen für die Mission? Ich verstehe es nicht. Gut gemacht, Akiza. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Aber ich... Gehen wir, du musst dich jetzt ausruhen. Für alle, der Plan ist aufgeschoben. Wir gehen nach Hause. Akiza Inzinski, bleib sofort stehen. Ich versuche ein bisschen Synchronarbeit zu machen, aber es klappt manchmal nichts. Also, es tut mir leid. Direktor Goodman würde sich gerne mit dir unterhalten, meine Liebe. Als ob mich das interessieren würde. Wir sind wohl auf Streit aus, was? Nun, dann muss ich wohl Gewalt anwenden. Zeit für ein Duell. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Kümmert euch um die Typen. Ich muss Akiza nach Hause bringen, damit sie sich ausruhen kann. Alles klar. Scheiße auf Festhalten oder so. Na, wir duellieren uns wie wahre Männer. Ha, ich hab gewonnen. Und... Ja komm, ich geh jetzt weiter. Ich fange das zweite Mal an. Nein, ich will mein Spielfeld nicht überprüfen. Macht keinen Sinn. Monster Reinkarnation habe ich hoch. Bewegende Schatten. Zahle 300 Lebenspunkte, um diese verdeckten Monster in den Verdeckungspunkt auf deine Spielfeldseite zu mischen. Und die Verdeckungspunkte zurückzulegen. Du kannst diesen Effekt noch einmal... Okay. Okay. Verstehen Sie der Karte nicht, aber okay. Turbine Genex. Oh, rachsüchtiger alter Magier noch. Wir können jetzt Fähigkeitserbe verdeckt legen. Fallenfalle verdeckt legen. Und ich gebe mythische Tomate in Angriffsmodus. Tomate, direkt da, genau, direkt da, greif ihn an. Oh, Zyklop. Was?
Hitotsume Riese. Und ich bin in meinem Zug. Schüchterner. Beide Spieler können bis zum Ende, bis zur Endphase des nächsten Spielzugs dann des Gegners keine verdeckten Zauber und Feinde aktivieren. Ja, auf dem Spiel wird zerstört. So rum gesagt. Okay. Damit habe ich kein Problem. Das Dacker mobile Kanone. Flip. Weder ein Monster oder der Schufi auf dem Friedhof in deinem Friedhof flügelst deine Hand hinzu. Okay. Turbine Gernix. In Angriffsmodus. Solange diese Karte aufgedeckt auf deiner Spielseite liegt, halten alle gängigsten Monsterkarten unter deiner Kontrolle zu sich 400 ATK. Dafür hat er direkt 1800. Tomate! Greif ihn an! Ich finde schön, dass hier das normale Artwork ist, weil es davon gibt noch eine zweite Version, eine zensierte Variante, die weniger unheimlich aussieht. Turbine Gernix! Direkter Angriff seine Lebenspunkte! Nein, ich will keine Karte aktivieren. Wir ziehen. Ich hoffe, Gernix Controller. Und weißt du was? Ich stimme Gernix Controller auf mystische Tomate ein. Und Synchron beschwöre oder genau, Synchron und Synchron beschwöre, mein Fresse. Vier Lebenstranzer. So. Und jetzt Turbine Gernix. Greif ihn an. Nein, ich will keine Karte aktivieren. Skellengel. Erlaubt ihn eine Karte zu ziehen, wenn das Flip aktiviert ist. Also gerade aufgedeckt wird. Ja, zieh seine Karte. Lebenstranzer, greif ihn an. Ich aktiviere Monster Reinkarnation. Ich werfe eine Karte ab und hole mir meinen Gernix Controller wieder auf die Hand zurück. Und damit beende ich meinen Zug. Noch eine Karte verdeckt. Jeder Spieler legt die oberste Karte seines Decks auf dem Friedhof. Von mir aus. Ich rufe Gernix Controller in Angriffsmodus. So. Greifet ihr an. Moki Moki! Und mit Turbine Gernix greife ich direkt an. Aber ich beende das Duell noch nicht. Ich will. Eine Sache will ich noch machen. Ich lasse eine Runde noch überleben. Einen Zug lasse ich ihn noch überleben. Der macht gar nichts mehr. Okay. Interesting. Ich hoffe, rachsüchtiger Magier in den Angriffsmodus ist. What? Scheiße! Ach komm schon, als ob! Ach Mann! Ich hätte alles ruiniert! Oh, goddammit! Ich wollte auch eine Synchro-Beschwörung durchführen, Mann!
Mann, ey. Yeah, baby. So, so. Sieht so aus, als hätten sie es geschafft zu entkommen. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als zurückzuziehen. Als uns zurückzuziehen. Mehr können wir heute anscheinend nicht tun. Also unser Plan ist gescheitert. Gebe zurück. Allerdings, wir werden heute wohl keine weiteren Befehle mehr bekommen. Wir wollen doch unsere Kräfte nicht mit unnötigen Aktionen verschwenden, oder? Komm schon, Irona, lass es gut sein. Es gibt keinen Grund mehr für uns hier zu sein. Carly? Hey, du bist doch der Duellant von der Akedia-Bewegung, oder? Ich bin Carly Carmine, Journalistin. Ich möchte, dass du mir alles erzählst, was du über die Akedia-Bewegung weißt. Obwohl, du scheinst mir nicht leicht zu knacken zu sein. Ich weiß, wenn ich dich in einem Duell besiege, musst du mir alles sagen, was ich wissen will. Alles klar, Carly. Huh? Du meine Güte, hat der Meisterschaftskampf schon begonnen? Vor allem, was war das gerade für ein Geräusch? Ich muss zum Stadion, und zwar Dali. Ich mag Carly. Die ist cool. Alles klar, ich habe Codierung überlastet gerade. Ich nehme gerade auf, ich habe Codierung überlastet. Moment, ich korrigiere das mal schnell. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade gemerkt, ich habe die Bitrate, die ich fürs Aufnehmen mir erstellt habe, viel zu hoch gehabt. Viel zu hoch. Ich habe die nicht auf 10.000 Bitrate, ich habe die auf 100.000 Bitrate gestellt. Also nicht wundern, wenn die Qualität gerade ein bisschen schlechter geworden sein könnte. Aber ja. Aber für das Game müsste es komplett reichen. Was geht hier vor? Wer hatte gerade diesen riesigen Drachen beschworen? Das wird riesig. Okay, Übersetzung. Ich muss ein Interview bekommen. Wird riesig. Oh, der feuerrote Drache. Und das, mein Leben, war nur der Prolog. Oder beziehungsweise der Start. Oh, was ein Drama. Was für ein Hammer. Wer hätte das geahnt? Wir haben einen neuen König, Yusei Fudo! Ich glaube, mein Nachbar wird mich hassen. Sieht so aus, als ob es für euch beide ein Kinderspiel war, oder? Ja, das war es wohl. Ich meine, schließlich sind wir gute Freunde. Das Turnier ist ein voller Erfolg. Alles läuft nach Plan. Seiya, was soll ich tun? Bitte, sag mir, was soll ich tun? Akiza, schau mir in die Augen. Der spricht solchen Unsinn. Du sollst besser glauben, was ich dir sage. Denk jetzt nicht weiter nach. Mach dir keine Sorgen über Dinge, die dich nichts angehen. Ruh dich aus. Ja, Seiya, ich vertraue dir. Am nächsten Tag. Ich nehme an, es geht dir jetzt besser, wie? Als du gestern hier reinwanktest und sofort eingeschlafen bist, habe ich mir ein wenig Sorgen gemacht. Wenn du schon den ersten Tag kaum überstehst, sieht die Zukunft für dich nicht rosig aus. Es freut mich sehr, dass es dir wieder heute gut geht. Alter Rona, verstehe ich das richtig, dass du heute mit dem Training beginnst? Falls du Fragen hast, geh zur Trainingshalle gleich aus diesem Gebäude raus nach Westen. Okay, und das, meine Lieben, machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.